Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu League of Legends! Und ich spiele, ihr seht schon rechts oben, wir haben einen ziemlich hohen Ping, 125, ist nicht wenig. Und das liegt daran, dass wir auch ein PvE spielen. Und unser Midlaner war so ein Spaß und hat mich nicht mal gefragt, ob ich den Champion spielen möchte. Oder er Support spielen kann. Er hat einfach den Champ gepickt und deswegen habe ich auch irgendeinen Dreck Support gepickt. In dem Fall Vex. Eigentlich hätte ich, weiß ich nicht, ich wollte irgendwie Gangplank Support spielen, deswegen. Aber egal, dann habe ich mir gedacht, spielen wir eine seriöse Runde und machen das Ganze, ja, mehr oder weniger normal. So, okay. Dann können wir auch in den Teamfights sehen, wie gut der Champion ist. Das heißt, vom Early Game werdet ihr wahrscheinlich weniger sehen, außer es passieren lustige Dinge. Aber das zeigt sich. Okay. Er hat instant reingepayt und sich einen Skin gekauft. Ich hoffe, der bekommt richtiger Small auf der Midlane. Ich glaube nämlich, der Champion im Combat gegen eine Miss Fortune ist jetzt nicht das Stärkste. Ich glaube, Vega Vex ist gar keine schlechte Combo. Denn wenn sie gefeiert werden, oh, dann laufen sie einfach in den Cage rein. Oh nein, jetzt haben die Level 2, weil ich nicht geschaut habe. Naja. Warwick pingt wieder instant Mitte. Ich glaube, der will auch. Entweder das ist im Pre-Mats oder der will unbedingt sehen, wie das funktioniert. So. Mit dem neuen Champion. Genauso wie ich. Das heißt, ich muss eigentlich auch die ganze Zeit Roaming gehen. Ich möchte auch sehen, wie das funktioniert. In-game natürlich, im Übungsmodus kann man das immer schauen, wie das funktioniert, aber ist ja nicht dasselbe. Oh, geil, Digga. Geil, geil, geil. Autsch. Nice. Also unsere Combo ist schon geil, die Vega und Vex. Abgesehen, dass wir beide mit VI anfangen und Yordle sind, Magier sind, könnten eigentlich verheiratet sein, die zwei. Okay, ich habe nicht berücksichtigt, dass die ja dann weglaufen. Nice. Ich weiß nicht wieso, aber das Gameplay ist gerade irgendwie geil, intens. Gefällt mir irgendwie. Keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Bock macht, obwohl ich nicht Milo bekommen habe. Oder Milio. Milio, genau. Milo. Natürlich schade, dass Vega nicht den Kill bekommen hat, aber ich glaube, der wird genug AP und genug Kills bekommen mit seiner Ult. Also, genug AP vor allem. Lol. Der Pinkwart steht immer noch auf der Mitte. Das ist eigentlich saugut für unseren Midlaner. Ups. Es tut mir leid. Ich habe nur Daumen. Fuck. Schön. Gewege, wir brauchen nur Level 6 und haben wir das alles im Kasten. Easy. Milio steht 0-0 und hat 14 Farben weniger. Okay, wow. Toller Pick auf der Mitte. Das ist halt das Problem an Support-Picks auf der Mitte. Ja, okay, vielleicht sterben sie nicht, vielleicht feeden sie nicht, aber puh. Okay, das war mein Bad. Aber das Problem ist, sie haben auch irgendwie nicht den Impact, den sie haben sollten. Ich meine, dadurch, dass ich Vex spiele, ist es nicht schlecht, dass sie einen Heal- und Shield-Support haben. Und ein bisschen CC-Support, also von dem her haben wir alles dann dabei. Ich habe eben deswegen keinen solchen Sub gespielt, sonst hätten wir zwei gehabt. Okay, ja, war schon. Ich meine, ich habe jetzt Flash-Out, aber war easy.
Nein! Okay, jetzt gehe ich weg. Jawohl, Bro. Wir brauchen die ganze. Wir brauchen den Video einfach nicht. So, ja. Jawohl, wichtig war's da. Wichtig, dass er keine Assist mehr bekommt. Der kann mich echt mal. Ja, scheiß Video. Digga. Spiel auch noch die Damage-Variante, weißt du? Eine Damage-Ability. So super. Es ist wirklich so ein dummer Spast. Easy Digger. Double Kill für Vega. Wenn er mich wenigstens gefragt hätte, ob er tauschen will, hätte er da Support spielen können. Oder hätte er wenigstens ein normales Support-Bild bauen können. Nein, da muss er unbedingt da irgendeinen Scheiß bauen. Ich glaube, der Typ hat wirklich am wenigsten Impact das Game. Ich möchte dann unbedingt seinen Schaden sehen. Und dann wird es traurig wahrscheinlich. Für ihn. Toll. Easy, Bro. Die müssen salty sein. Die müssen so salty sein. Die müssen so salty sein. Nice. Vega und ich sind ein gutes Team. Besser als jeder mit dem Midlaner. Ich hasse den Midlaner. Okay, Lucian. Schön. Schön hast du die Minion Wave gemacht, Digga. Gut hast du die gemacht. So. Nein! Oh, das war's. Das waren die Mechanics, Digga. Also, das war stark. Das war stark. Wenn wir einen guten Engage haben. Easy. Nice. Korea! 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 Wenig! Nein, Spaß. Das ist wie wenn du in Fortnite mit der Heavy Sniper einen No-Skin, der gerade da steht und nichts tut, einen Headshot gibst. Wirklich, zwei Assists als Support! Der braucht nur E drücken oder W oder R oder... Bekommt einen Assist. Ich dachte, ich kann euch da Gameplay zeigen von einem smarten, coolen. Ich hätte auch liebend gern mit ihm getauscht. Ich glaube, ich nächstes Game gehe ich einfach Phil. Ich möchte doch einfach nur sehen, wie irgendein Typ den Support spielt. Oh, der hat mich gepingt, na dann. Gehen wir seinen Farm. Support takes the farmer für Support. Was? Er baut den verbotenen Kotzen, den man für weitere Support-Items braucht! Cool. Cooler Dude. Endlich hat er auf mich gehört. First Item, Liandris. Scheiße. Ich sag die ganze Zeit Digga, weil ein kleiner Großcousin letztens da war. Und Shoutouts gehen beide raus. Aber der Punkt ist,
der sagt halt auch die ganze Zeit Digga. Und dann habe ich die ganze Zeit zum Spaß Digga gesagt. Und jetzt sage ich das einfach. Egal. Wir reden nicht drüber. Wir sagen, es ist just for fun. Oh Mann, ich dachte, das wollte ich nämlich genau das. Danke. Einmal was Sinnvolles gemacht, der Dude. Wenn man nur die Sanduhr sieht, aber dieses Ding sieht, was da oben ist, dann könnte man glauben, es ist Rice, die Schriftrolle oder ein Rice-Skin einfach ein neuer. Die Sanduhren-Rice oder so, keine Ahnung. Das sieht irgendwie so aus. Zumindest mit dem Skin. Ja, den Skin finde ich nicht so geil. Aber ich finde das Design generell sehr geil. Deswegen muss ich den auch kaufen, den Typ, den Champ. Wenn er dann rauskommt. Bam, Junge! Der Support wundschüttet dich! Das Flashmöchne! Easy. Easy, meine Brüder und Schwestern. Wir haben gesiegt. Wir sind einfach zehnmal usefuler als hier dieser komische Milo da. Also nicht, weil der Champion es ist, sondern nur, weil er ihn einfach als Midlaner spielt. Er hat einfach nicht den Impact als Midlaner, den man als Support hat. Easy! Report Milio for feeding. Nicht for feeding, aber I reported ihn einfach. Ein Game machen wir dann noch. Und das schneide ich vielleicht noch dran, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Nachdem, wie viel Content ich daraus gezogen habe. Beziehungsweise ich mache vielleicht einfach ein zweites Video. Aber das de facto, wir werden probieren, den Champion zu spielen. Wenn wir nicht bekommen, zeige ich euch wenigstens, wie die Gegner oder unsere Teams im Spiel. Wenn er gebannt ist, dann nehme ich das nicht auf. Gut, dann bis später vielleicht. Ich meine, gewirkte Heilung, ja natürlich. Ja, aber ich meine, hallo? Hallo? Gewirkte Heilung? Heilung, ich meine, ja, Heilung auf Verbündete. Hä? Hallo? Warte mal, hä? Also ich habe gar nichts, okay, deswegen. Aber weißt du, das ist fast gar nichts. Und ja, Schilder Verbündete auch fast gar nichts. Sei mir nicht böse, aber dieser Impact. Digga, einfach nur Scheiße, Mann.